Im letzten Part konnten wir die 100 Recken von König Millet besiegen. Heute geht es weiter mit den Prüfungen von Flippstadt. Und da haben wir zusammen im Stream schon was ausgeklüftelt. Bevor wir die Karten, die wir bekommen haben, verkaufen für Heil-Items, möchte ich mir das nochmal ein bisschen zu Gemüte führen. Beziehungsweise der Chat hat gesagt, guckt es doch nochmal an, bevor du es verkaufst. Ihr habt recht, Seltenheit, 3 Sterne. Und das sind die Begleiter aus Paper Mario, die Legende vom Eontor. Gumbrina, Teil des letzten Paper Mario Abenteuers. Diese couragierte Studentin wusste einfach alles besser. Ja, aber die wusste einfach Bescheid, ne? Ist so. Kupio. Panzerkicken hat noch nie so viel Spaß gemacht. Ja, das waren echt gute Fähigkeiten. Wenn ich nur so zurück dran denke, war ein tolles Abenteuer. Ohne Witz. Aerona. Die Begleiterin Marios mit den Rubensformen. Vor allem konnte die doch, was konnte die irgendwie, so ein Atem hatte die drauf. Der Yoshi, den gab es in vielen verschiedenen Formen. Ich glaube, ich hatte aber die Originalform, kann das sein? Mini-Yoshi aus dem letzten Paper Mario Abenteuer. Nur mit ihm konnte man weite Strecken zurücklegen. Boah, das war so ein cooles Kapitel im Turnier, ne? Barbara. Aus dem letzten Paper Mario Abenteuer. Eine gute Freundin, ohne ihre Schwestern. Dann haben wir natürlich Bartomp. Er wusste, wie man Gegner eine Breitseite verpasst. Bomben! Das weiß ich auch. Das haben wir gelernt. Und Nagarine. Diese Diebin hatte eine Nase für seltene Orden. So. Jetzt können wir reinen Gewissens das Zeug. Ganz viele Bomben im Stream. Ganz in Ruhe. Wir haben jetzt auch uns schon mal damit befasst, man kann sich hier eine super Fangkarte kaufen. Ich bin damit zu Kapitel 5.2 gegangen, zum goldenen Suselwusel, den ihr schon gesehen habt in Part 40. Und da könnt ihr das auch einfach fangen und hier wieder für 300 verkaufen. Wer zu viel Zeit hat, der macht das halt 120.000 Mal und hat dann genug Geld für Heil-Items. Ich hingegen bin so ein Idiot. Ich verkaufe halt diese Karten, die ich gerade vorgelesen habe, weil sie abstrus viel Geld geben. Ja. Tut mir leid. Ich glaube, ich kann nur maximal 1000 tragen. Das ist richtig. Das wäre fast schon Verschwendung. Ich kann mal die hier noch loswerden. Die haben uns bitter gesammelt, aber ich sag's mal so. Damit machen die sich jetzt nochmal irgendwie ein bisschen nützlich. Die machen sich ein bisschen nützlich, die Karten. Bowser. Dann können wir uns schon mal 3 Pilzmixe kaufen. Ich schneide euch das. Freunde, auf YouTube, euch schneide ich das. Die auf Twitch müssen dabei bleiben. Wichtig ist aber, die Gegnerkarten nicht zu verkaufen, weil wir wollen die Gegner ja noch besiegen. So, Momentchen, ja? Plus Brother! Ich hoffe, es war jetzt nicht blöd, dass ich da ausgerechnet rausgegangen bin. Als du die Giftsubs losgelassen hast. Danke für die Giftsubs an Baumlos, Levitiana und Den 4561. Nee. Ich muss im Flopstadt bleiben. Ich will vor allen Dingen Ultra-Pilzmixe. Das ist das Wichtigste. Danke aber Bluesy. Ehre, Ehre, Ehre. Erzählt doch mal ganz kurz und knapp, wie hat sich euer Alltag verändert? Ich will in den Parts nicht so richtig drüber reden, weil ja, es ist ja bis dahin wieder... Hat sich bis dahin schon wieder verändert, wenn es auf YouTube kommt, deswegen... Seid ihr noch fit? Seid ihr neuerdings Stubenhocker, die sich irgendwelche Streams angucken oder was hat sich verändert? Nachtara hat sich verändert zu einem Abonnent und Pikmin! Genauso wie Lego Klotz im 2. Monat, beides durch Neo Luna LP. Dankeschön! Ihr habt mich sehr aufgemuntert, ehrlich. Ja, New Horizons Fieber, verstehe ich. Alter, was bin ich am Aufnehmen? New Horizons, ne? Koche die Ultra-Pilzmix. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Erzähl doch mal. Was heißt jetzt stärker? Die heilen mich doch sowieso komplett. Sag doch mal, die heilen mich doch sowieso komplett. Also gut 50, so gut wie komplett. Was ist denn egal, Schnurri?
Vor allen Dingen geben wir nochmal und verkaufen nochmal. Hype Train. Fabian, nochmal danke für die 100 Bits. Postchamp 100 heute ein Wettkampf bei einem Minecraft-Modpack mitgemacht, um eine Minute zu langsam würde. Im ersten Platz. Aber zweiter Platz, oder was? Das ist doch dann auch was. Wir verkaufen jetzt nochmal wichtige, wertvolle Karten. Ich hoffe, dass wir die nicht alle brauchen bei den Flipstadt-Prüfungen. Aber weiß man's? Oh, ich verlaufe mich hier. Ganz tiefer noch. Mister! Oh mein Gott, wieder drei Gift-Subs, Blusi, Ehre, Ehre! Mister Dr. Hydrant 900, Zapdos Retro Gaming und Swiss Freaks. Ihr seid jetzt Pikmin und in der Bombenbande. Dank Blues Brother, ihr wisst, bei wem ihr euch bedanken könnt. Ach ja, Blusi, was ging bei dir so ab? Du warst ja fleißig am Zocken, habe ich gesehen. Ich habe einen Clip gesehen, irgendwie auf Twitter. Mit Splatoon, mit dem Mond und Milch. Bierbaron 240. Du bist jetzt ein Pikmin und in der Bombenbande. Dankeschön. An Neo Luna LP für den Giftsub. Blusi für die 100 Bits und Neo Luna für das Giftsub an Geisto Dreieck. Im Chat andere Reihenfolge als hier im Stream. Interessant. Cheer 100. Und nochmal 100 für den Hype Train von Fabian. Ehre, Ehre, Kaki. PogChamp 100. Da befeuern die den Hype Train. Leute, vielen lieben Dank. Ich versuche das jetzt auch halbwegs vernünftig anzugehen, das Verkaufen hier. Damit wir nicht noch irgendwie in... Wer ist Emil? So, irgendein der alte Mann, glaube ich. Doppelpass. Rising Car, danke für die 100 Bits. Kaki war dabei. Meine Herren. Und Klexi mit dem Zehner. Zehnfachen Dank. Ich kann heute leider nicht dabei sein. Dennoch wünsche ich allen viel Spaß beim Papier Mario LP Markus Bomb. Ja, das denke ich mal auch confirmed, dass wir das jetzt nicht so ohne weiteres hinkriegen, wie erwartet, oder? Läuft alles sehr normal, hab jetzt viel Zeit, da die Uni verschoben ist. Oh ja, das verstehe ich. Ich bin gerade ein bisschen blemblem. Ich muss wieder hoch. So. Was sagen die Experten? Wollen wir es erstmal wagen? König Bowser, der in der Spielhalle. Was los, was los, was los? Hab vor Jahren das Spiel mal mit meiner Mom gespielt, wenn ich wüsste, wie wir uns in 100 Trick und anderen Sachen hinterher versucht haben. Echt? So intensiv auch gespielt. Nice, nice. Schon wieder falsche Richtung. Kocht die Pilzmixe. Was hat man denn davon, wenn man die kocht? Hm? Dann heilen die mehr. Aber guck mal, die heilen 50. Ich habe nur 60 KP. Aber gut. Gut. Wir versuchen es mal. Wir werfen mal einen Blick rein. Oh Mann, wir werden noch einen Stream machen müssen mit den Flopstadt-Prüfungen. Freude ist unendlich. Okay, wir gehen kochen. Ich habe mich mit dem Kochen noch nie auseinandergesetzt. Erzählt mir mehr. Details bitte. Erstens mal finden. Das heißt, es ist weiter unten.
Hero, ein sehr cooler Shop und nützlich. Ja? Nochmal danke für die 100 Bits. Pogchamp 100 Markus, der Meisterkoch XD. Das würde ich so nicht sagen. Das würde ich so nicht sagen. Kann ich hier bei der Flopstand-Tante kochen? Redet mir zu viel. Ich kann nicht kochen. Bin eine Flasche. Ich kann dir Nudeln machen oder Nuggets in die Pfanne hauen. Aber das war's dann auch. Hält 70. Naja, gut. Die Kochdiscs habe ich auch schon eingelegt. Aber ich werde nicht schlau gerade. Was soll ich denn jetzt tun? Ja, okay, ihr erklärt mir jedes Mal, Flipstadt macht das, Flopstadt macht das. Jetzt sag doch mal, was ich machen soll. Wie, was heißt denn zwei Items kochen? Kann man ein Item kochen, Flopstadt kann man zwei Items kochen. Cooking Mama habe ich auch schon mal gebracht. Sei nur mit einer Zutat. Was heißt das, sei nur mit einer Zutat? Ich habe mich noch nie mit dem Kochen auseinandergesetzt. Koch den Ultra-Pilzmix in Flipstadt. Alle. Ja? Okay. Ein Geh nach Flipstadt statt in Flopstadt wäre doch auch. Hätte ich verstanden. Und nochmal, ich bin nicht sauer auf euch. Ich hätte es nur gerne heute abgeschlossen, das Projekt. Da brauchst du zwei Items. Was heißt zwei Items? Muss man da nochmal Zutaten sammeln? Oder heißt es, dass zwei Ultramixe weg sind dann? Oder? Das verstehe ich halt nicht. Tendenziell ist ein Flopstart doch alles besser, weil es ja später ist. In Flopstart kann die Dame aus zwei Zutaten ein neues Gericht kreieren. Falsche Röhre. Die Dame in Flipstart kocht immer nur mit einem Item auf einmal. Wie gesagt. In Flipstadt kannst du ein Item besser machen. In Flopstadt macht 2 zu einem. Macht 2 zu 1. Okay, okay, okay. Warum? Das macht gar keinen Sinn. Gibt es irgendeine Situation, wo das Sinn macht? Wo ein Item quasi weggeht? Lukchen, wie lange geht das Stream noch? Geh doch, wenn du möchtest. Wenn du keinen... Entschuldigung, Mann. Dann geht der Stream. Ja, wann, wenn ich aufhöre halt. So, jetzt wollen wir mal beginnen. Jetzt will ich, mach mal Ultra-Pilzmix. Was macht die jetzt? Bin gespannt. Ich habe die Blutdrucktabletten nicht genommen, ihr wisst Bescheid. Also, die macht einen Ultra-Pilzmix zu einem Pilzsteak. Halt 70 und Vergiftung. Mhm. Na, wenn ihr meint. So wie gestern bei Hurdle G Jinx. Wer ist Hurdle G Jinx nochmal? Ist es dieser Boss in der ersten Welt? Markus wird etwas ärgerlich wegen seiner Ungeduld. Ja, guck mal, die Leute sagen, geh kochen. Ich sag, ich kenne mich nicht aus mit Kochen und habe nicht ganz verstanden, was los ist. Hier 100 nicht dich stressen, Markus. Wir sind mit dir da, egal wie der Abend jetzt noch läuft. Wir retten den Abend. Danke für die 100 Bits. Nehmen wir wenigstens die Flipstadtprüfung machen. Und dann müssen wir nochmal einen machen übernächste Woche mit Flip und. Nee, mit Flopstadtprüfung beiden.
Ja. Und das kostet auch nichts, bei der was zu kochen. Wusste ich nicht. Wusste ich einfach nicht. Aber danke, Leute. Ey, ich bin ja euch am wenigsten böse. Gerade euch, also. Ich habe mich auch die ganzen letzten Tage mit extrem vielen Animal Crossing Parts beschäftigt, sag ich mal. Auch, dass ich für morgen und übermorgen schon welche hab und so weiter. Und ihr habt vielleicht gemerkt, da kamen einige. Und da war ich eigentlich permanent unter Strom. Oder sagen wir so, es ist ein ziemlicher Kontrast, dieses entspannte Animal Crossing im Vergleich zu Paper Mario, wo jetzt wirklich die ultimativen Challenges kampftechnisch auf uns zukamen. Soll ich sagen, ist ein Unterschied. Ach, tendenziell. Ich muss ja für den Let's Play-Part jetzt weiter kommentieren. Wo habe ich denn aufgehört? Die Karten, ne? So, wir haben sechsmal den... So, wir haben sechsmal den Ultra-Pilzmix gekauft und auch schon fünfmal verkocht, denn hier in Flipshot kochen zu lassen, damit kannte ich mich auch gar nicht aus. Es war auch wieder dem Chat zu verdanken. Da wird ein Ultra-Pilzmix zu einem, was, Pilzsteak, was 70 KP heilt und Vergiftung. Also, danke dafür. Ja. Jetzt sind wir definitiv besser vorbereitet. Hätte ich die Recke nicht unterschätzt, wären die auch besser gelaufen im letzten Part. Aber, ja. So, dann wollen wir zu den Prüfungen. Wie kommt man da am besten hin? Gab es da nicht diese andere Röhre? Lass mich überlegen. Hier unten die Röhre führt dann relativ weit nach hinten. Man könnte auch den Sternwind kochen. Was bringt denn der Sternwind? Ich glaube nicht, dass es geht. Lego-Klotz, jemand muss mir erklären, wie ich einen Sub gegiftet bekomme, ohne hier zu sein. Du warst bestimmt hier. Davon gehe ich aus. Schnell noch den Weg finden zu den Prüfungen von Flipstart irgendwo hier in der Nähe, würde ich sagen. Und die rocken wir jetzt einmal durch. Wenn ihr da auch wieder Empfehlungen und Taktik habt, wie ich das am besten angehe, immer raus damit. Grube der 100 Prüfungen betreten auf eigene Gefahr. Rathaus Flipstart. Let's go. Automatisch steht's auf Nein. Sehr gut. Michi grüßt sein zukünftiges Ich, das sich auf YouTube nochmal den ganzen Stuff geben wird. Das Prinzip hiervon kenne ich insofern. Man sollte sich nicht treffen lassen von den Billiggegnern schon mal gar nicht. Jeder Raum, jeder der 100 Räume hat eine verschlossene Tür. Und ein beliebiger Gegner hat den Kerkerschlüssel, um den nächsten Raum zu betreten. Die Musik ist so geil. Also die höre ich jetzt auch quasi zum ersten Mal. Ich glaube, ich werde hier mir Peak so wirklich aneignen. Besser ist. Und jetzt sind es immer andere Gegner auch, oder wie? Und 3D-Effekt kann ich nur nutzen, um runterzugehen, auch nicht hoch, oder was? Auf der Suche nach dem Schlüssel. Was bringt die Röhre? Da kann man rein. Okay, verstehe. Schlüssel einsammeln. Da fragt man sich natürlich, warum gibt es hier so etwas? Langzeitspaß. Spieldauerstrecken. Ja, ist wirklich wahr, ne? Schaffen Sie hier mit etwas interessanterem Gameplay. So, jetzt haben wir den Schlüssel, da brauchst du nur noch die Tür suchen. Die ist da ganz oben. Komme ich so nicht lang. Sieht ein bisschen Game & Watch-mäßig aus, schreibt der Chat. Ja, gut.
So, das Zeitlimit, das ich da sehe, ist immer nur pro Raum, ja? Man kann sich denken, das wird auch wieder lustig. Das wird wieder lustig. Nee, Boinks. Oh, der hat direkt den Schlüssel. Es gibt aber auch wieder ein paar Level-Ups, ne? Vielleicht gibt es den nächsten. Großzügiges Zeitlimit. Ja, es macht mir eher Angst, muss ich sagen. Dass die Aufgaben, die noch kommen, mehr nerven. Confirmed ist auch, dass Flipstadt deutlich einfacher ist als Flopstadt. Und man soll Flopstadt sogar zweimal machen, um den letzten Boss zu sehen. Tun wir uns das an? Ich fürchte schon. Na, ihr Pupsis. Weckt mich halt so. Immerhin habe ich Heil-Items. Das ist ja spektakulär. Na, ein bisschen laggy das Ganze. Warum das denn? Als ob der Raum so schwierig wäre. Also darzustellen, meine ich. Rein grafisch. Und das wird jetzt auch wieder ein bisschen dauern. Können wir das schaffen? Ja, aber es braucht Geduld. Ich weiß, dass es einen Secret Boss gibt. Heil-Items fühlen sich halt toll an, nicht wahr? In der Tat. Aber ich stehe dazu, wie es gelaufen ist bei den Recken. Ich stehe dazu. Hilft nichts, ne? Reden wir nicht mehr drüber. Okay, der 3D-Effekt ist halt wirklich ein bisschen lästig teils. Lieber Chat, das ist eure Gelegenheit zu glänzen. Mit Themen, allgemeinen Themen, die die Welt interessiert. Jetzt liegt es an euch, einen YouTube-Part zu formen, den später Leute wie Nikan Sonic sich immer wieder geben werden, weil da so pikante Sachen erzählt worden sind. Ein Trockenpilz, darauf hat die Welt gewartet. Just LP. Wir hatten darüber gesprochen, was das nächste Super Paper Mario oder Paper Mario allgemein werden könnte. Aber was wünschst du dir für Paper Mario Switch? Rüber aus der Grube. Achso, weg. Wir gehen gleich drauf ein. Was ist jetzt hier los? Es gibt immer eine Karte. Cool, die kann ich wieder verscheuern. Wie ist das Wetter? Das ist ganz okay. Ja, was wünsche ich mir? Was wünsche ich mir? Es hätte natürlich alles was Gutes, ne? Ich persönlich habe ja Paper Mario Color Splash gespielt, also brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Remastered. Ich habe nur gemeint, es würde sich halt, wäre wünschenswert für die Leute, die eben die Wii U-Ära nicht mitgenommen haben. Aber, ne? Ich wollte auf ihn drauf springen, Mann. Deswegen würde ich das schon mal ausklammern. Ein Remake zu Legende vom Äonentor? I don't know. Wisst ihr, das Abenteuer habe ich auch schon gespielt. Müsste ich mich entscheiden, dann würde ich mich vermutlich entscheiden für ein komplett neues Paper Mario Erlebnis. Aber von mir aus gerne mit klassischem Kampfsystem. Also da hätte ich jetzt auch nichts entgegen zu einzuwenden. Wünsche. Vorher wünsche ich mir F-Zero und Pilot Wings und was nicht alles. Ist es komplett zufallsbasiert, wo sich alles befindet, oder sieht das immer so aus? Warte, ich will den nicht. Drehen sie schon. Also Kollegen. Color Splash für die Switch, das wäre wirklich eine schöne Sache. Early Jinx Minigame in Welt 4 von Yooka-Laylee. Kann ich mich gar nicht so richtig erinnern.
Welt 4 war das. War das der Sumpf? Nein, das Casino. Hurdley Jinx war das. War das. 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 Das Kart-Gedings? Sag mir nicht, du hängst an dem Kart-Minigame und dem Boss der Casino-Welt. Diese Gumbas haben von Sophustus gelernt. Ja, anscheinend. Nikon Sonic schreibt, was habt ihr immer mit euren Remakes? Wir wollen neue Spiele. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und ihr werdet es erleben auf der nächsten Direct. Vielleicht können es die Leute, die diesen YouTube-Part schauen, sogar confirmen. Wer weiß. Bist du weit in der Zukunft? Naja, jedenfalls denke ich, dass noch mehr Ports kommen werden. Remakes sind eine schöne Sache. Ich meine, guck dir nur Resident Evil 2 und 3 an, wie die geremaked wurden. Das ist doch episch. Neues Spiel. Reinterpretiert das alte. Ports ist das Diabolische, was keiner will. Einfach das Spiel wieder neu rausbringen. Aber bei manchen Sachen macht das halt einfach nur Sinn. Der Hürdenlauf war das. Der war ja nicht so schlimm. Das ist das Kart-Ding aus dem Casino-Level, fand ich schlimmer. Also die Musik ist ja schon ein bisschen crazy, oder? Ist die crazy? Ist crazy. Man kriegt noch nicht mal... Die Räume und Gegner sind immer gleich. Schlüssel bei bestimmten Gegnern ist oft komplett random. Achso. Also welchen Gegner man zuerst killt, man kann sich da nichts zusammenreimen, weil es einfach zufallsbasiert ist. Okay. Mich stört ein bisschen, dass ich gerade gar nicht mal sehen kann, wo sich bestimmte... In welchem Raum wir uns befinden. Ach doch, da, Raum 19. Naja, das geht eigentlich. Da haben wir ja schon fast ein Fünftel, immerhin. Guck mal, jetzt sind schon die Co-Patrouillen am Start. Das sollte ich eigentlich sogar mit Knüppel angehen, ne? Nimm einfach dich. Natürlich hatte er auch den Key. Lass mich wieder viel zu leichtfertig treffen, aber diesmal darf ich's auch. Könnte mir nicht übel nehmen, ich darf's. Das war pures Salz für HD Fox LP, das Ukulele. Minigame, ja, das war... Das Hürdenlaufen, das war auch schlimm, ja. Ossian hätte gerne neues 3D Donkey Kong mit Kremling und King K. Rool. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Dass wenn man quasi eine moderne Donkey Kong Country Trilogie hat mit Returns, Tropical Freeze, was auch immer das Neue wird, dass man da halt auch drei verschiedene Gegner hatte. Ich versuche immer mit Pixel auf die zu springen, aber es klappt nicht immer. Dass eben bei Returns sind diese Tikis, bei Tropical Freeze die Viehkinger und dass es die Kremlinge wieder wären, das wäre natürlich super geil. Ich meine, dass es rechtlich möglich ist, zeigt Smash Ultimate, ne? Der gute King K. Rool. Und das würden die Leute auch feiern. Gut, das war die Rede von einem 3D Donkey Kong, aber das eine wie das andere würde ich feiern. Na, seid ihr schon bei Animal Crossing dem Boohoo begegnet? Ich schon. Ist jetzt off-topic, ich weiß. Aber nichtsdestotrotz. Keiner hatte den Schlüssel oder bin ich blind? Da ist noch ein Goomba. Und mehr Boohoos. Bei Flopshot ist es viel, viel schlimmer. Mit ein paar Rest-Items gehen. Ach so, natürlich, vor Flopstadt werden wir uns auf jeden Fall nochmal eindecken mit Heil-Items. Okay, direkt den Key. Nehme ich dankend an. Evoli hat sich zu nach Tara entwickelt. Freudentränen bei Non-Tox Zero. GG.
Paper Mario 1 und 2 sollten Auffrischung bekommen und Bugfixes. Ja. Ich fürchte, Paper Mario ist Nintendo halt nicht so wichtig. Das hat keine große Priorität. Das ist für Nintendo so ein bisschen so ein Off-Topic. Und ich habe Paper Mario schon immer wahrgenommen als was sehr Frisches, ne? Als was sehr Neues, das Wind in die Serie bringt. Ich habe das Gefühl, manchmal genau das stört irgendwen. Vielleicht ist Miyamoto, der gesagt hat, Paper Mario, bitte keine eigenen Charakteren, mach alles Toads. Shit. Einfach immer Toads verwenden als NPCs. Das war Miyamoto. Naja. Best of LPM, grüß dich. Hallo. Was gibt's denn hier an Pfirsich? Können wir uns eigentlich direkt reinziehen, oder? Trockenpilz haben wir auch. Ja, Trockenpilz ist eher für die Vergiftung wichtig, statt für irgendwas anderes. Ich würde sagen, gib mir den Schlüssel! Best of LPM, du bleibst ein Pikmin und in der Bombenbande. Und das dank Blues. 15. Monat. Hoffe, die Freude ist grenzenlos. Best of LPM. Hätten eigentlich nicht immer auch 50 gereicht oder 20? Warum müssen es 100 sein? Manchmal hat man mehr Glück, manchmal weniger. Guck mal, Low-Cost im Hintergrund. Das Artwork. Ist ja wohl der Hammer, Bruder. Hundert zum Abrunden, ja. 50 oder 20 wäre eine langweilige Zahl. Richie ist im Lurk-Modus. Ernst. Nehmen wir Knüppel. Aber geben wenigstens EP. Beschweren kann man sich normalerweise eher weniger. Bei 121.000. Die 1.210.000 gibt es wieder ein Level Up. Oh shit. Ist ja der Hammer, ne? Raum 30. Was gibt's jetzt hier? Eine Karte. Die Kawumso-Karte. Ich nehme mal, ich krieg jetzt für jedes Pixel eine. Ganz ehrlich, ich störe mich ein bisschen dran. Dass so ein schönes Spiel so zu Ende geht. Also ich verstehe das, ne? Langzeitmotivation, pipapo. Aber ich störe mich auch dran. Weil es ist kein souveräner Abschluss eines so schönen Spiels. Wisst ihr, wie ich meine? Es war so schön abgerundet mit dem Endbosskampf, mit den Credits, mit der Story und jetzt müssen wir uns einfach hier nochmal einfach random Klumpatsch gönnen. Ich meine, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Man kann das Let's Play auch als beendet betrachten nach Part 40 oder 39 sogar. Alle 10 Etagen gibt es eine Karte, ja. Stimmt, es gibt noch einen Pixel. Da war was. Es gibt noch einen Pixel, wobei ich nicht mehr genau weiß, was es bringt. Oh, EP. Wollen wir uns die EP holen? Ich glaube schon. Haben wir noch das eine Item? Den Sternenwind, ja. Verwenden wir den hierfür. Kommt er noch häufiger vor? Ja, dann machen wir das. Ist halt Pendant zum Kerker aus Eontor. Das ist fantastisch gelaufen, wenn ihr das damals gesehen habt. Bei meinem Eontor-Let's Play. Das ist mit Danger Mario und das war so unfassbar spannend. Nur weil da random Verteidigung kam,
diese, ich schalte mich mal alle Jubeljahre ein und schenke dir Angriff oder Verteidigung. Und in dem Moment kam Verteidigung und der Drache hat mich attackiert und ich hatte nur noch ein KP übrig. Nur wegen diesem kleinen Zufall. Also das war... OMG. Stimmt, denk ans 5-Minuten-Limit. Ein paar EP nehmen wir mit. Ich muss aber gleich vielleicht nochmal die B-Mode da... Ne, die ist noch in Ordnung. Ist die noch in... Ja, ich weiß nicht so genau. Kill schon mal die anderen für den Schlüssel, hast du recht. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass der den Schlüssel hat, ne? One Posla! Du bist jetzt ein Pick mit uns in der Bombenbande. Dank Fabian. Ein noch. Das dauert halt von Mal zu Mal auch ein bisschen länger. Ich muss den. Ich will die V-Mode kurz mal kalibrieren, weil sonst kriege ich den Sternenwind nicht hin, wie es soll. Bin ich froh, wenn ich das los bin, ehrlich. Ich werde in Zukunft, ich formuliere das mal so, in Zukunft die Wii-Spiele wieder von der Original-Hardware spielen. In die Wii U reinschmeißen, weil was ich mir hier angetan habe, das ganze Let's Play über, wollt ihr nicht wissen. Wollt ihr nicht wissen. Läuft. Jetzt kann ich einen Sternenwind verwenden. Ja, ich hatte den noch übrig, okay. Okay, wenn ich jetzt Vollpower brauche ich bei denen nicht mal wirklich, ne? Ein letztes Mal, sonst verliere ich den Glauben, Jet Zero, ich lese dich. Was hältst du vom Gerücht, dass Fighter Pass von Smash abgesagt oder gelöscht wurde? Was für ein Blödsinn hast! Jet Zero, was ist denn das für eine Quelle? Wo hast du das denn her? Es hieß, es kann der gute Sakurai, ne? An alle der Entwickler von Smash hat ja gesagt, wegen Corona-Kram konnte er sein geplantes Meeting nicht stattfinden lassen. Und damit verschiebt sich das anscheinend leider. Und man weiß auch noch nicht, ob sich das vielleicht sogar auswirkt auf eine Verschiebung eines Kämpfers. Für uns, wir wissen ja noch nicht mal, ne? Das ist nur Sakurais eigener Terminplan. Der weiß vielleicht schon, der nächste Kämpfer soll kommen im Mai oder im Juni oder irgendwann. Aber dass der ganze Fighters Pass einfach gelöscht wird, warum? Das ist so typisch, die Leute verstehen eine Information falsch. Nicht du gemeint, Jet Zero, sondern die Person, die sowas falsch weiterverbreitet. Wo die Batterie noch 10 weitere Parts gehalten hat. Da ist ja wirklich wahr. Ich habe einmal Batterien reingemacht für Super Paper Mario und das reicht das ganze Let's Play. Deswegen. Ich habe doch gerade heute was gelesen. Der Sakurai wurde gefragt, was er denn macht, wenn der Street, wenn der Fighters Pass fertig ist. Hat er gesagt, das weiß er noch nicht. Ist ein, ich habe nur den englischen Text gelesen. Ist noch ein leerer Schreibtisch, ein blankes Stück Papier, was danach passiert. So vom Inhaltsgemäß von der Übersetzung. Aber dass einfach die Kämpfer ausfallen, no. Vielleicht ist es bestimmt auch für Nintendo schwer, ne? Homeoffice. Vielleicht kann er nicht alles... Das hat Sakurai gesagt. Er kann nicht alles per Homeoffice machen. Wenn er sich auch mal mit den Firmen und so auseinandersetzen muss. Also ist für die gesamte Spielentwicklung, für alle Entwicklerstudios jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und damit können sie Spiele und alles verschieben. Deswegen sage ich ja, perfekt für Nintendo, dass jetzt Animal Crossing kam. Es auch hat sich bezahlt gemacht, das letzte Mal. Aber ja. Die Ninjas sind zurück, ne? Das waren die, ne? On Posla. Möchtest du wissen, wie man an den Pixel kommt oder lieber überraschen lassen? Wie man an den Pixel kommt? Ja, das werde ich doch gleich...
Ich weiß relativ grob, wie sich das hier noch äußert. Da kommt ein Boss, ich weiß auch ungefähr, wie der aussah, sage ich mal vorsichtig. Und dann kriegt man, glaube ich, den Pixel dafür. Aber was der macht, kein Plan. Es ist ein Gerücht, aber gut, jetzt weiß ich es besser. Soll ich jetzt auch noch gehen? Nein! Wie gesagt, mich regen auch Leute auf, die so Gerüchte oder so News falsch verstanden haben und dann glauben, oh, die Fighters-Typen kommen nicht mehr. Keine Sache. Katzenfurz zu stinken. Ah, Scully, ich habe noch nie wirklich von der Katze den Furz vernommen. Also so intensiv. Höchstens, wenn die... Oh, hi. Wenn die nach Katzenfutter aus dem Maul stinken, was naheliegend ist. Hier kann man Sachen kaufen. Nein, danke. Ja, es ist halt hart. Es ist eine harte Zeit, wo wir noch nichts wissen, was Nintendo als nächstes macht. Ich denke mal, es wird auch schwierig laufen. Das ist ganz gut von Nintendo, ne? Dass die jetzt noch gar nichts sonst verraten haben, wann Spiele veröffentlicht werden. Weil da können die jetzt halt erstmal gucken, wegen dem ganzen Corona-Quatsch. Und ja, müssen keine Termine verschieben, weil die haben ja noch keine gemacht. Außer Animal Crossing, das haben sie eingehalten. Warum kämpfst du nicht mit Bowser? Der ist langsamer. Na gut, langsam werden die in der Tat ein bisschen lästig. Ja, und es war halt bislang auch nicht der Rede wert, die Kämpfe hier. Ich guck nochmal, was der Pixel drauf hat und dann urteile ich. Hat er sich jetzt wirklich ernsthaft verletzt? Hat mich auch erwischt. Ich habe noch keinen Schlüssel. Krass. Kennst du den geheimen Trick gegen den Boss? Ich denke mal, der Boss funktioniert ziemlich genau so wie der erste. Und da ist es ja möglich, auch drauf zu bleiben. Auf dem Boss. Deswegen sag ich einfach mal ja, wenn ich weiß, was du meinst. Was ist denn jetzt der Schlüssel? Er liegt direkt hier? Warum? Lol. Er hat er doch im LP genutzt. Oben drauf bleiben, ne? Ja. Mach mir eher Gedanken. Also, wie würdet ihr das sagen? Nochmal ein Stream komplett mit Paper Mario Prüfungen. Ich wollte nicht wieder zurück. Boss funktioniert wie der erste, aber in Kapitel 1.4 hattest du Luigi noch nicht. Mehr sage ich noch nicht. Achso, kann man sich da hochbouncen an seinen... Ja, komm. Machen wir. Spielen wir safe runter, Leute. Aber jetzt ein bisschen vorsichtiger. Luigi kann auf die Antenne. Das werden wir gerne mal ausprobieren. Soweit habe ich nicht gedacht, nein. Heute Stream bis 6 Uhr. Hm. Ganz ehrlich, die letzten Tage habe ich nicht geschlafen. Ich habe aufgenommen Animal Crossing bis in die Puppen, bis 2, 3 Uhr. Und damit die am nächsten Tag kommen können, die Parts, halt noch bearbeitet... Und dass, wenn ich mich schlafen lege, dass der PC durchrendert. Wache ich am nächsten Morgen auf, kommt direkt der Upload. Und das war jetzt einige Tage hintereinander der Fall und das hat schon genervt. So, jetzt mal die Frage. Jetzt mal die wirklich Frage. Und ich will Kritik. Ich will Kritik und kein Lob. Wenn angemessen. Wie seht ihr das mit dem neuen Intro? Wie seht ihr das mit dem neuen Intro, das der Bluesy gemacht hat? Und der Art und Weise, wie ich einen Part ab jetzt beginne. Bei den Paper Mario Parts war es nicht der Fall, aber eigentlich würde ich es gerne so weiterverwenden. Auch bei Resident Evil 3 und allem, was in Zukunft noch kommt. Schlaf, Markus, geh pennen. Ja,
Heute werde ich nicht bis 4 Uhr wach bleiben. Das Stream geht nur bis ungefähr Mitternacht und dann kann ich heute deutlich früher und ich muss mal wirklich schlafen. Das ist vermutlich auch ein Grund, warum ich heute so gereizt war. Ich sag's euch, wie es ist. So, ich hab mich schon gewundert, warum du 1 Uhr nachts noch Animal Crossing spielst. 1 Uhr bis 2, 3 habe ich gespielt. Erstens, weil es Spaß gemacht hat. Und ihr glaubt nicht, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das mit der Facecam macht halt so viel aus. Ich konnte einfach weiter zocken. Also, ihr findet es richtig gut. Animal Crossing noch nicht gesehen. Daman, mach's gut. Null interessiert. Könnt euch ja mal durchblicken durch die Part-Anfänge. Ich versuche aber kurz zu halten, nicht irgendwie besonders lang. Ich will halt auch nicht, dass Leute genervt sind dadurch. Ich meine, das Intro ist kurz, die Einleitung ist kurz. Ich hoffe, das macht Appetit. Ich hoffe, das wird professionell. Können wir uns jetzt natürlich unterhalten darüber. Animal Crossing hatte jetzt auch nicht jeden Part was super Spektakuläres zu bieten. Da war es manchmal wirklich schwer, ein Highlight rauszufinden. Einfach nur so, oh, der Laden ist fertig oder irgendwie sowas. Die halten jetzt auch schon mehr aus, ist ja blöde. Was mit Jet Zero? Ich überlese Jet Zero wirklich oft. Alles gut, Jet Zero, ne? Das ist kurz genug, ich finde es sehr anregend, bekomme direkt Lust auf ein Part. Das ist okay, also ich gebe mir da... Das ist halt schon ganz früher eine Taktik gewesen. Als ich 2011 zu TGN gekommen bin und da wurden die Let's Play Parts hochgeladen, da hieß es auch so, bring erstmal ein Highlight von dem Part und da habe ich zum Beispiel bei Wario Land absichtlich dann noch geschrien so, Knoblauch 10 für alle! Und dann wusste ich schon, das schneide ich dann direkt zu Beginn des des Parts mit rein und dann kommt das TGN-Intro und dann geht's los. Da fand ich eigentlich ganz okay, dann hatte ich halt nur selbst kein Intro und deswegen habe ich es nie eingefügt. Jetzt hat er bloß mir ein Intro gemacht und ich hoffe, das ist so okay. Und das nehme ich halt so quasi der Umschwung von zwar keine Facecam mehr, aber dafür mit diesem Intro, mit diesem freshen Design. König Bowsers Meinung geherzt. Ja, da freue ich mich natürlich, wenn es ankommt, ne? Ah, guck mal, die Schweinchen hier. Auf so engem Terrain. Das ist ja wirklich ein... Das ist jetzt wirklich für Bowser. Ist das, wie es ist? Okay, der hat einen Schlüssel gehabt. So gut. Was ist das für Bowser? Die sind zu schnell. Und 100, ich habe mich jetzt Animal Crossing geholt, weil ich voll gespammt wurde davon überall auf. Twitch, YouTube und Twitter. Ja, die Leute stürzen sich erstens mal auf ein neues Spiel, zweitens mal endlich mal wieder auf ein Nintendo-Spiel. Und das tut mir ja fast leid für die Leute, die sich halt gefreut haben. Ewig, die Animal Crossing-Fanatiker, die schon, ja, ich sag mal, zumindest New Leaf suchteten. Okay, jetzt werde ich sauer langsam. Das ist der Schlüssel. Und dann stürzt sich irgendwie jeder drauf. Also auch ein Unge hat's gespielt. Unge kann man nichts ankreiden. Der macht das einmal im Stream. Der lädt das. Der lässt es noch nicht mal auf online, sondern macht's auf nicht gelistet und so. Unge will einfach nur sein Spielerlebnis erweitern. Und nicht irgendwem die Klicks wegnehmen. Das finde ich voll irre. Geht das auch so? Schade. Ich selbst habe jetzt auch nicht die gigantischen Klicks mit Animal Crossing. Erstens mal, weil eben alles überladen ist. Zweitens mal, weil mein letztes Animal Crossing Let's Play 5 Jahre her ist. So Leute wie Musician, die halt irgendwie nochmal die 5. Staffel, die 6. Staffel von New Leaf hochladen, dass die dann mehr haben, ist nur verständlich. Und Postler, das ist besser gemacht als manche andere Leute mit den Intros, die gefühlte Minute gehen. Ja, also ich sag mal so, Artemos, dankeschön erstmal für deinen Resub. 12. Monat, das ist die goldene Bombe für dich. Artemos, schön, dass du wieder da bist. Und danke für deine Treue. Ach Leute, wie viele haben mir im Laufe der 10 Jahre Intros gemacht? So oft hat einer geschrieben, ey Markus, ich habe den Intro gemacht. Ich guck's mir an und da kommt halt Dubstep.
Let's Play Markus und es dauert halt ewig. Ich meine, ich habe ja vor meinem ersten Let's Play Part selbst ein Intro gemacht. Und das wollte ich halt auch nicht benutzen. Jegliche Gegner. Das war halt auch viel zu lang. Und deswegen, wenn, dann muss es was sehr Kurzes sein. Auf den Punkt. Ich habe es noch ein bisschen bearbeitet, Blues. Ich habe den... Doch, den habe ich. Und zwar, Bluesy, du hast es so gemacht. Was du mir am Ende geschickt hast, war so, dass es am Ende grün wurde und dann nochmal schwarz. Das heißt, ich musste das auch jedes Mal wieder so wegschneiden. Kein Problem, ich habe es mir dann selbst mal vorgefertigt und auch ein bisschen leiser gedreht. Dass ich es nur noch einfügen muss, ohne das Ende wegzuschneiden oder die Lautstärke anzupassen. Okay, das ist gemein. Oh, fail. Passiert. Einzige, was ich halt noch machen muss, ist den Ultra-Key. So heißt es bei Premiere. Den muss man einfügen. Auf grün stellen. Und natürlich ist es ein bisschen mehr Arbeit, aber gut, das bisschen kriege ich hin. Ein bisschen Arbeit mache ich mir. Also wenn ihr sagt, das ist keine Verschlechterung meiner Videos, dann ist es ja in Ordnung. Viele sagen ja, du sollst keine Start-and-Stop-Let's Plays mehr machen. Im Grunde mache ich das ja, aber wenn ich so ein kleines Highlight... Ich glaube, das wird bei Resident Evil 3 interessant. Wenn ich irgendeine Szene nehme, wie der Nemesis aus der Wand bricht und einer Schreck des Todes. Und guck mal, das ist ein Suselwusel. Nee, die hauen ab, ne? Ist mir egal, hast wenigstens keinen Schlüssel. Das leise drehen muss, das klingt sehr nach Blues. Ja, minus 7 Dezibel. Um genau zu sein. Ach, da lag der Schlüssel. Ja, ja. Also ich weiß nicht genau, was bei Resident Evil 3 abgeht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir übrigens auch auf Hunter... Hunter ist gar nicht da, ne? Hinweis hin, wirklich Resident Evil Code Veronica für PS4 geholt, was im Angebot ist auf dem PlayStation Store. Das ist jetzt PlayStation Store. Ja. Die Sucht ist zu groß bei Nintendo Yannick. Wer kann es ihm verdenken? Wir machen heute wirklich nicht die spannendsten Sachen. Raum 60. Surferkarte. Hallo. Tschüss. Ich bin immer wieder zu unvorsichtig. Kurz, knackig und auf den Punkt. So muss es sein. Da hat man auch meist mehr begeistert, wenn man mehr Gameplay hat und nicht dann so... Und nicht, also kein Hate an andere, aber halt auf Eigenwerbung. Ja. Ei, ich gebe mir Mühe, ne? Vielleicht bearbeiten wir das alle paar Jubeljahre nochmal. Ich meine, sogar der Flix hat mich angeschrieben, hat gesagt, ob ich nicht irgendwas für ihn hätte. Wobei, er hat schon das mitbekommen mit den Stream-Aufzeichnungs-Thumbnails. Wo ich dann gesagt habe, mach doch lieber erstmal einen neuen Banner, mach doch erstmal lieber Resident Evil 3 Thumbnails. Hat er alle schon abgeliefert. Ehrenflix. Hat er alle schon abgeliefert. Bis auf die Stream-Aufzeichnung Thumbnails natürlich. Rising Car, mach's gut, ne? Du hast ihn drauf angesprochen, Blues. Das ist schön. Wenn er wirklich Bock hat, bitte. Der sagt, er hat Langeweile. Nee, da muss man warten, bis die kommen. Ich kann ja nicht stehen. Ich hab schon keinen Bock drauf zu gehen. Vor dem nächsten Super Paper Mario Stream, das der letzte sein wird, werde ich mich wirklich intensiv vorbereiten.
Denn selbst ohne Ende, ich suchte selbst ohne Ende, ich gucke zig Let's Plays vom Stream. Welche Parts, König Bowser? Paper Mario oder Animal Crossing? Ich kann beides verstehen. Das ist übrigens die absolute Ausnahme. Oder früher war es mal so, aber heute auch die absolute Ausnahme, dass ich so viele Super Paper Mario Parts im Voraus hatte. Weil nachdem Resident Evil 5 und Temtem vorbei waren, oh mein Gott, hatte ich außer Super Paper Mario quasi nichts mehr, bevor ich Animal Crossing in den Fingern hatte. Und da ich Animal Crossing eben erst am Release-Tag in den Fingern hatte, beziehungsweise eShop-Download. Ich hoffe, da unten einer hat sie. Nee, keiner von euch hat die. Konnte ich halt alles Super Paper Mario aufnehmen im Voraus. Tui, hust, hust. Schon wieder so einer, sogar viele. Ich hab kein Item mehr dafür, ne? Freunde, vergessen wir es. Würdet ihr sagen, ich sollte nochmal offscreen trainieren? Vor den Flopstadt-Prüfungen? Schwierig zu sagen, ne? Schwierig abzuschätzen. Also habe ich das Spiel gesuchtet. Super Paper Mario habe ich alle Parts aufgenommen, ja. Also, außer den Quatsch jetzt hier natürlich, wie du siehst. Ist ganz angenehm. Und jetzt kann ich, wenn ich aufnehme, abgesehen von den Screams, ne, mich ausschließlich auf Animal Crossing konzentrieren. Die Markus Blättert sind da. Super Paper Mario Parts sind da. Ich brauche nur Animal Crossing aufnehmen. Und das, bis Resident Evil erscheint. Das nur bei Animal Crossing halt so, ne, je nach Tag. Macht's auch wieder interessant. Aber ja. Zwei Level-Ups müssten noch reichen. Hm. Wie soll man denn eigentlich am besten... Welche Stelle wäre denn am besten zum Leveln in diesem Spiel? Was würdet ihr sagen? Holt man sich hier, nachdem wir alle Kapitel gesehen haben, am besten die Erfahrungspunkte? Madden, eins der Spiele, das er nicht besitzt, obwohl er es als hochwertig ansieht. Also ganz ehrlich, als die Wii frisch rauskam, gab es ja kaum was. Was war denn als die Wii? Ja gut, Zelda Twilight Princess. So, das klammert ihr für mich mal aus. Da habe ich mir gekauft Red Steel. Ich habe mir gekauft Januar 2007 Excitruck, was neu kam. Komm, die besiegen sich alle selbst. Witzige Dudes. Witzige Dudes. Und dann kam auch schon WarioWare Smooth Moves und allmählich Super Paper Mario. Und da war ich froh, mal was zu haben. Also noch bevor Mario Galaxy oder geschweige denn New Super Mario Bros. Wii erschienen, solche Sachen. Raum 70, langsam schlaucht's. Excitruck konnte ich nicht überzeugen. Ah, ich damals nicht. Ich weiß noch, wie ich andere davon überzeugt habe. Guck mal, du nimmst den Wii-Controller und machst einfach so und es fährt dann so. Ist ja... Mario Kart Wii hat sich das ja einfach zunutze gemacht von Excitruck und hat's kopiert. Aber ja, gut kopiert mit einem Wii-Wheel. Deswegen fand ich das bei Mario Kart Wii dann absolut unspektakulär. Wer hier wohl den Schlüssel hat. Nicht er. Moment, ich muss auf die andere Seite. In 1-1 kann man gut leveln. Immer wieder die Blume und dann diese Gegner killen, ne? Bei 8-3, was kann man denn bei 8-3 gut leveln? Ja, Flowey, das ist richtig.
Das hatte ich auch schon im Sinn. Ich habe ja noch so eine Quest gemacht. War das nicht schon mit Piccolo? Als ich Piccolo geholt habe, da habe ich das auch nochmal gemacht. Besser ist. Wäre vielleicht eine gute Sache, wenn wir den nächsten Super Paper Mario Stream zusammen leveln vielleicht. Also ich weiß noch nicht, wann der stattfindet. Übernächste Woche, würde ich sagen. Ach ja. Was für eine Arbeit, ne, das Spiel. Bei der View fehlen eigentlich nur Yoshi und Paper Mario. Und ganz ehrlich, Madden, ich habe das auch schon im Stream damals gesagt, holt euch die Spiele. Weil die werden jetzt nicht mehr zu erreichen sein. Ich habe mir Yoshi's Woolly World, hatte ich ja nur als Download damals. Deswegen habe ich mir das auch nochmal als Retail gekauft. Weil ich als gute Spieler achte, dass ich... Auch Paper Mario Color Splash. Die beiden habe ich mir geholt nochmal als Retail. Und da hatte irgendwie Mediamarkt oder Saturn, das war diese Aktion, bestell 5 Spiele und du bekommst Salz nur 3 oder irgendwie sowas. Und, was ist denn hier los? Langzeitmix, ja danke. Und ich musste ja wirklich Monate warten, weil die scheinbar doch bei Nintendo, also Mediamarkt von Nintendo bestellt hat und es dauerte ewig. Die Wii U-Spiele sind nicht mehr zu bekommen, Freunde, ich sag's euch. Wii-Spiele, klar. Super Paper Mario kriegt ihr heute noch locker flockig, das war auch Ewigkeit. Habt ihr gesehen, ne? Zu den ganzen Wii U-Zeiten waren halt immer noch so Wii-Select-Spiele vorhanden. Und dazu gehören halt Super Mario Galaxy, Mario Kart Wii, Super Paper Mario. Die lagen da bis vor kurzem. Inzwischen, seit die Switch alles erobert hat, haben sie Wii und Wii U komplett weggeräumt. Aber, ich sag mal, bis 2017 inklusive hat man die Klasse Wii-Titel immer noch gefunden. Und wie vorhin erwähnt, Weihnachtsgeschäft hat sich Mario Kart Wii ja auch nochmal 10.000 Mal verkauft. Was willst du jetzt? Rück dir mal den Schlüssel herrücken. Bitte? Ich sag nicht nochmal lieb, bitte. Gib mal 1000 EP, das ist auch eine coole Sache. Jetzt hat er ihn. Kam nicht Just Dance 2020 noch für die Wii raus? Ja. Das ist richtig. Schon wieder so einer. Ich bin's aber ungeduldig leider. Ich habe keine Items mehr, um die alle auf einen Schlag zu besiegen. Das, was wir jetzt hier tun, ne, das hatte ich so erwartet bei den 100 Recken heute. Einfach nur nervig lange Zeitverschwendung. Ich war einfach nicht vorbereitet. Ich hab dir für Super Paper Mario auch mal was geschickt. Ist okay oder soll ich löschen? Ich weiß gar nicht, was du meinst, König Bowser. Was hast du mir geschickt oder was sollst du löschen? Okay, das sind zu viele Dudes. Könntest die Karten wieder verkaufen, das Geld in der Spielhalle umtauschen und so KP und Angriff plus holen, aber Heil-Items gehen vor. Definitiv. Ich
werde aber beim besten Willen das für die YouTube-Parts von den Recken halt auch nochmal ein bisschen zurechtschneiden, weil das war zu lame und zu lang. Ja, pick mit so einem New Play Control, alter Schwede, ne? Vermögen wert. Farmtrick aus Super Paper Mario. Schick mir ruhig als Nachricht, ich guck's mir bei Zeit an. Irgendwann kümmere ich mich mal drum. Knüppelkarte, so, Freunde. Raum 81, wir müssen noch. Aber es tut weh. Das ist es, es tut weh. Videoqualität tut leid. Kein Problem, solange man was erkennen kann. Schneidet er besser den Kampf mit dem Endboss. Ja, den auf jeden Fall. Leider. Ossian! Ich werde jetzt auch mal langsam verschwinden. War ein schöner Stream. Man sieht sich demnächst wieder. Bis bald. Gute Nächte allerseits. Man soll ja nicht lügen. Schöner Stream. Ich glaub's hackt. Hast du schon mal einen schönen Stream gesehen? Das mit Mario Maker. Rang S+. Das war ein schöner Stream. Wobei, da war ich auch unzufrieden, nachdem wir Rang S+ hatten, weil ich so orientierungslos war. Spaß. Dankeschön, Ossian. Dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Hoffe, du bist bald wieder mit dabei. Nee, heute wieder die Aufgaben sind schön. Noch meine Leistung. Ich bin selbstkritisch. Lasst mich einfach sein. Lasst mich meine Meinung haben. Ja, ich werde auch nochmal Heilung. Ich gehe hier zu sorglos durch die Gänge. Ist ja wie Arbeit. Also das heute schon, ja. Also ohne Scheiß. Aber Animal Crossing ist dabei, nicht wie Arbeit. Madden, wie stehst du zu Animal Crossing? Nightbot hat Blues in Timeout versetzt. Please stop spamming. Na 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 na. Aber 5 Sekunden nur. Souverän, souverän. Übrigens schön, dass wir heute keine Internet-Fails haben. Haben die Leute ja prophezeit, mehr oder weniger. Ich kapiere Animal Crossing nicht, ich hatte nie Berührung mit dem Gamecube-Teil, ich kapiere es nicht. Der Gamecube-Teil ist auch nicht so pralle. Juli fand ich spannender. Und das Neue ist auch relativ anfängerfreundlich, finde ich. Sag ja nur. Internet, ey, wenn jetzt noch das Internet ausfällt, dann sind wir schon in der Steinzeit. Immun oder steht er einfach nur so blöd in mir drin? No! Doch, ich konnte ihn so besiegen. Meine Fresse! Und die Flopshot-Prüfungen sind so viel schwieriger. Echt? Muss ich die anderen Teile gespielt haben, um die Story zu verstehen. Animal Crossing. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ihr könnt doch nicht Mario Kart spielen, um ohne vorher alle Vorgänger gespielt zu haben. Sonst versteht ihr die Story auch nicht. Ach ja.
Ich habe ja auch eine Abstimmung gemacht auf YouTube, wie viele Animal Crossing Parts dürfen es sein. Und da zwar 50% haben zwar gesagt, so, ich gucke kein Animal Crossing, also gefühlt 50%, es waren 30%, glaube ich. So, und 50% haben gesagt, ja, lad so viel hoch, wie du hast oder kannst. Und nur 5% haben geschrieben, sie kommen nicht hinterher mit dem Gucken. Was zur Hölle? Mit dem Ergebnis hatte ich gar nicht gerechnet, weil ich dachte, ich lade viel zu viel hoch. Aber nein, die Leute sagen, mehr, mehr. Also bitte, heute 4 Parts Animal Crossing. Have fun. Wird's auch so schnell nicht wiedergeben. Guck mal, Donnerzorn. Was wollt ihr von mir? Ein bisschen zu viel, was? Ey, was zum? Alter, neue Gegner! Lass mal scannen! Das ist ein Kopfnuss-Gumba. Diese Gumbas wissen etwas mit ihrem Kopf anzufangen. KP 1, Angriff 2. Innerhalb der Gruppe sind Gumbas die Außenseiter. Man sieht sie als hirnlose, unkultivierte Gumbas. Ich würde gerne überprüfen, ob das stimmt, aber ich traue mich nicht in ihre Nähe. Was wird das hier? Selbst unter den Gumbas werden sie nicht akzeptieren, oder was? Alter. Warum gibt es hier 8000 Stück? Zum Leveln? Gumprina-Klone. Ja, die hat auch so angegriffen. Sebi, danke, dass du so viel Animal Crossing bringst. Wenn ihr Bock habt und schaut, dann freue ich mich sehr. Chaos Legacy's Meinung verbieten. Was ist da schon wieder los? Noch 10 Räume, ja. Es ist halt einfach nervig, das ist des Todes. Aufpassen, dass sie uns nicht in die Ecke bringen, ne? Mal schön die Energie im Auge behalten. Das sind aber Nervnickel, Leute. Ein Haufen Nervnickel. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich musste mir wiederholen. Ach man, es ist eine Wucht. Natürlich, Herz der Letzte. Diese Ninjas sind die Plage des Streams, schon. This is the key. Ich hätte mal wieder Bock, richtig schöne Filme zu gucken. Warum komme ich nicht zum Film? Dann auch eine Folge Better Call Saul übrig. Aber da werden sich am ehesten 2 am Stück reingezogen. Kennt ihr das, wenn eine Folge eurer Serie euch nicht ganz befriedigt und es muss noch eine 2., 3., 4. Folge sein? Eigentlich sind die nicht so gemacht. Wie inflationär ich früher Game of Thrones geguckt habe. Das ist der Wahnsinn. Noch eine 4. Folge. Die anderen mussten Jahre immer drauf warten. Oder Breaking Bad. Einfach durchgucken. Ist nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Lag? Nein, wir hatten keinen Lag. Schaut auf Star Wars. Ich habe genug zum Gucken, Alter. Star Wars juckt mich nicht. Das ist gezwiebelt.
Der V-Gamer ist da. Wir sind in Flipstadt. Frag nicht. Wir hatten vor allen Dingen Probleme, weil ich die 100 Recken unterschätzt hatte. Wir hatten Probleme durch die unterschätzten 100 Recken. Und ich hatte keine Heil-Items und ja. Wir machen heute die Recken, haben wir, und jetzt noch Flipstadt zu Ende. Und wir machen dann noch einen zweiten Super Paper Mario Stream mit Flopstadt zweimal. Es ist Arbeit. Raum 97. Es ist stark unterschätzte Arbeit, Andi. Muss aber irgendwie laufen. Grüß dich. Was ist mein Lieblingsfilm? Boah, weiß nicht. Also, es gab eine Zeit, wo ich gesagt habe, Hangover ist mein Lieblingsfilm. Ich weiß nicht, ob ich das noch so unterschreiben würde. Ich habe keinen Lieblingsfilm. Es gibt viele, die ich mag. Das kann ich nicht. So viele, die unterschiedlich sind. Oh, Madden! Madden ist noch da, ne? Ich habe Terminator gesehen. Also nicht gesehen, sondern ich habe den Film als Blu-ray im Markt gesehen. Aber nur im Real, wo, wir kennen die Thematik, wo die Filme nicht eingeschweißt sind. Und deswegen wollte ich die auch nicht kaufen. Ich kaufe mir Terminator Dark Fate oder wie es heißt, irgendwann bei Zeit. Mit Sticker drauf. Aber ich weiß, der Film ist raus und den gucke ich mir auch an. Den würde ich sogar anderen auf dem Stapel der Stande vorziehen, weil ich einfach neugierig bin, wie die Terminator diesmal vergewaltigt haben. Hast du ihn gesehen? Leute, Raum 99. Stress oder was? Natürlich der letzte. So ganz Logo. Und dann kommen wir zu einem interessanten Endboss. Hast du gleich Geburtstag oder jetzt? Hast du am 22. oder am 23. Geburtstag, Andi? Toll, da kann ich mich ja nur blamieren. Nick wird VIP. Was? So, bevor wir uns jetzt hier in den 100. Raum... Nick hat VIP bezahlt. Wo steht das? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ach so. Nick hat VIP-Werden erhalten. 100.000 Punkte. Der Erste hat 100.000 Punkte. Ist es euer Ernst? Dann komm nochmal her. Ich brauche deinen exakten Namen. Nick DF. Aha. Sensationelle 10 spielen sich ab. Ja. Da ist der Nick jetzt VIP. Danke, dass du so viel zugeschaut hast. Der Timer, ihr habt recht. So, Leute, wir kümmern uns jetzt um den Boss. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß grob, was er ist. Und wann, an was er erinnert. Wir haben ihn gerade eben schon die ganze Zeit sehen dürfen. Raum 100. Musik der Wüste. Oh mein Gott, es ist ein ekliger Effekt da unten. Wer ist das? Im 100. Raum der Prüfungen von Flipstadt befindet sich er! Die Ältesten haben mich in diesem Loch eingesperrt. Ich bin Lorak. Warum hast du meinen süßen Schlaf gestört? Dafür wirst du bestraft. Spüre meinen Zorn. Play Madden hat den Film auch noch nicht gesehen, aber liegen sehen, okay. Lasst uns den Boss besiegen. Für Wii Gamer. Ist ja auch ein Wii-Spiel, nicht wahr? Tja, der funktioniert genauso. Wie der Originale, oder? Was für Unterschiede gibt's? Warum sind immer Drachen die Secret Bosse der Paper Mario-Reihe? Interessante Frage. Autsch, 10 Schaden. Da muss man auch ein bisschen aufpassen.
Also im Gegensatz zu Low-Cost wirklich böse. Scannen, ihr habt recht. Das ist Lorak, der Herrscher der Grube der 100 Prüfungen. KP? Weiß ich doch nicht. Angriff 10. Er kann fliegen und dann mit seinem offenen Maul auf dich hinabstürzen. Er scheint ein Prototyp des weiterentwickelten Low-Cost zu sein. Ach, erster Prototyp und Low-Cost war die Weiterentwicklung. Oh. Ganz kurz nochmal was gucken. Wie bei Lokos ist die Antenne die Schwachstelle. Ja, ja. Ich weiß, dass ich mit Luigi kämpfen soll. Das wurde schon im Chat übermittelt. Oh, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Upa, ging die Heilmittel damit aus. Hatte deswegen keinen Boss nochmal die. Keinen Bock nochmal die Bosse zu machen. Gut, Freunde, probieren wir die Variante mit Luigi. Mal sehen, ob die taugt. 24 Schale. Also ich hätte die Dudes wieder hochgeworfen. Läuft ziemlich flüssig. Vor allen Dingen, die kleinen Gegner beschießen einen mit Laser. Das ist ein bisschen gemein. Schnell heilen! Nicht, dass uns dasselbe Schicksal ereilt wie Hooper. Wird wahrscheinlich noch nicht reichen, oder? Okay, pass auf. Wir bleiben drin. Na, zu früh, oder? Ja. Nee? Okay, gut. Cool. Dass man jetzt halt auch die ganzen Charaktere nutzen kann, macht's halt interessant. Er hat aber viele KP, wenn ich so sagen darf. Applaus, mein Freund. Wenn das alles ist, dann kriegen wir den gleich hin. Yippie, ja, ja, Schweinebacke! Konzentration, aber Zuversicht. Boah, da gehen aber wirklich die KP aus. Nicht zu unterschätzen, der Dude. Man kann auch... Oh, ich hätte noch so direkt immer jedes Mal... Oh, sag das doch mal einer. Lorak! Arg besiegt. Es ist noch nicht vorbei. Die Ältesten haben noch ganz andere Wesen erschaffen. Die 100 Prüfungen in Flopstadt sind noch viel gefährlicher. Lark. Mit Luigi grenzt es fast schon an Cheaten. Ja. Nicht schlecht. Wie Gamer, alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, das war eine klitzekleine Kleinigkeit, dass ich dir diesen Sieg... Nein, die kompletten 100 Kammern gewidmet habe. Alles Gute, Andi. Und was ist der Preis für unsere Bemühungen? Wow, du hast diesen Riesendrachen besiegt. Wirklich, das ist Wahnsinn. Und du hast die anderen 99 Räume geschafft, mein lieber Scholli. Super, unglaublich. Hier, für dich. Klatsch, klatsch, klatsch. Aber so toll das auch war, nimm dich vor dem in Acht, was noch vor dir liegt. Jay, danke für die 8 Euro. Ich habe das Let's Play damals bei dir gesehen. Damals? Generell hast du einen Teil meiner Kindheit mit deinen VIDOS geprägt. Danke dafür, kleiner als 3 PS, heiße je, aber ihr geht leider nicht beim Namen. Also Jay, oder warum? Hab jetzt nicht gelesen und wurde falsch vorgelesen. Danke dir vielmals, Jay, für die 8 Euro. Wie viele Leute damals schon zugeguckt haben, ne?
Und Fabian, danke für die 100 Bits. Weiter geht's mit dem Pixel. Hör zu, und zwar gut. Achte das Leben. Achten, achten, achten. Du musst es achten, unbedingt. Du musst es unbedingt achten. Meinst du nicht? Ich bin sicher, du stimmst mir da vorbehaltlos zu. Okay, alles klar, Spitze. Unser Treffen war Schicksal. Daher gebe ich dir meine Kraft. Das da wäre? Das flotte Pixel Flitzor hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Ah. Mit Flitzor kannst du dich mit hoher Geschwindigkeit bewegen. Sprinte und Flitze. So kannst du den stärksten Attacken entgehen. So habe ich schon manche Schlacht überstanden. Jau, weglaufen hilft. Warte auf meine Kraft und läufst weg in Richtung Frieden. Tja. Muss 8 oder 9. Ja, gut. Das Pixel hätten wir jetzt also auch. So schnell ist er gar nicht. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Sonic-Style erwartet. Giuseppe, dein altes Let's Play war natürlich legendär, dein neues aber nahezu perfekt. Und ich versuche sogar hier diesen Bonuskram. Was können wir für die nächsten Schritte erwarten? Ich weiß nicht, ob es empfehlenswert ist, ein bisschen zu leveln. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Ich werde mir Heil-Items, ich habe mir alle richtigen Heil-Items verbraten, das ist eine Schande. Ich werde mir offscreen bei Zeit wirklich mal hinsetzen und diese goldene Suselwusel immer wiederholen. Ja, damit wir genug Ultra-Pilz-Mixe haben. Wenn wir dann im Twitch-Livestream übernächste Woche das neu machen, das seht ihr dann im nächsten regulären Let's Play-Part. Danke fürs Anschauen. Ich weiß, es war nicht so spannend, wir sind von den Themen abgedriftet, aber so ist halt, also diese Aufgabenstellung ist halt auch nicht mehr so souverän. Es gibt noch einen geheimen Boss, mit dem rechnen manche, die es kennen, bestimmt noch nicht. Die es nicht kennen, noch nicht. Ihr seht, ich bin auch Matsch in der Birne. Danke fürs Dabeisein auf YouTube. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.